Profitänzerin Mozzi Mabuse ist für ihre Wow-Auftritte bekannt. Während ihrer Tätigkeit als Jurorin der RTL-Tanzshow Let's Dance zeigt sie sich immer wieder in aufregenden Looks. Doch auch an einer Profitänzerin gehen die Corona-Pandemie und der Lockdown nicht spurlos vorbei. So präsentiert sich die 39-Jährige, die gemeinsam mit ihrem Ehemann und Tanzpartner Evgeny Wozniuk eine Tanzschule führt, ihren Followern auf Instagram auch immer häufiger in lockeren Freizeitlooks und Sportklamotten. Dass mit diesen lässigen Outfits jetzt aber wieder Schluss ist, verrät sie mit ihrem neuesten Posting. Darin zeigt sie sich in einem Kleid, das in puncto Extravaganz kaum zu übertreffen ist. In diesem rosaroten Federtraum sieht sie wirklich aus wie eine Göttin. Zu dem Video schreibt die gebürtige Südafrikanerin: "Noch 7 Tage, bis ich wieder wunderschöne Kleider wie dieses tragen darf." Und spielt damit auf die neue Staffel der beliebten Promi-Tanzshow an. Bereits im Mai 2020 präsentiert sie sich in der tollen Robe der österreichischen Designerin Eva Poleszynski. Atemberaubende Kreationen der 36-Jährigen, wie diese hier, sind mittlerweile sogar auf internationalen Red Carpets zu sehen. Kein Wunder, dass Mozzi sich gerne an dieses modische Highlight zurückerinnert und in großer Vorfreude auf die kommende Let's Dance-Staffel ist.